Leute, willkommen zu einem brandneuen und ich würde mal behaupten sehr, sehr mysteriösen Season 19 Leak. Garrett hat es heute auf Twitter veröffentlicht und zwar etwas Seltsames geht auf Stormpoint vor, nachdem das neue Map-Update in Season 19 dann startet. Es gibt einen POI, der sich der Würfel nennt und das Besondere an diesem Würfel, ich blende schon mal den Post ein, das Besondere an diesem Würfel ist, der ist nicht statisch. Das bedeutet, der wird sich 20 Meter pro Tag über die Map bewegen. Das kann sein, dass du das vielleicht mitten in einer Runde gerade abpasst, wie sich das Ding bewegt und weiterzieht. Oder einfach von heute auf morgen, ich denke mal von 19 auf 19:01 ist dann auf einmal 20 Meter weiter. Bis es schlussendlich einen Monat nach Release von Season 19 im Meer stehen bleibt. Versinkt, verschwindet. Ich kann es euch aktuell nicht sagen. Ich kann euch gerne mal vorlesen, was genau Garrett schreibt. Die neue Stormpoint-Kartenänderung für Season 19 sind seltsam. Neuer POI der Würfel. Der Würfel bewegt sich jeden Tag etwa 20 Meter und bewegt sich auf der Karte. Spieler, die versuchen, auf diesem Teil zu landen, zu interagieren oder sonst irgendwas an diesem Würfel zu tun, werden zurückgestoßen. Keine Ahnung, wie weit. Es wird fast wie eine Art Live-Event sein. Das trifft es auf den Punkt. Es ist wie eine Art Live-Event. Es bewegt sich jeden Tag ein bisschen, bis wahrscheinlich nach einem Monat irgendwas Krasses passiert. So, weiter im Text. Bei dem man zu bestimmten Zeiten sehen kann, wie es sich bewegt. Das heißt, mitten in einer Runde könnte es passieren, dass du das siehst, wie sich das 20 Meter fortbewegt. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Es sollte damit enden, dass es etwa einen Monat nach Beginn der 19. Season ins Meer geht. Jetzt sind wir aber mal ganz ehrlich, ich mache jetzt mal noch ein ganz großes Bild. Also wenn man damit weder interagieren kann, noch drauf landen kann und man dann zurückgestoßen wird, bedeutet das für mich, irgendein fettes, mysteriöses Geheimnis birgt dieser Würfel. Und wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer angucken, wenn wir uns den Würfel einfach mal wegdenken und einfach nur dieses Dach sehen, sieht das aus wie, was weiß ich, irgendein Gebäude, auf dem man landen kann. In der Mitte ist wie so eine Art kleines Häuschen, eine kleine Kammer, wo du reingehen kannst. Zumindest sieht das optisch so aus. Das Bild ist nicht von bester Qualität, deswegen noch größer Zoom, macht keinen Sinn. Die Außenwand scheint ein wenig zu spiegeln, täuscht aber ein bisschen, weil du siehst in dem Spiegelbild keine Palmen. Deswegen könnte auch das irgendeine kuriose Oberfläche sein, keine Ahnung. Ich kann mir auf jeden Fall beim besten Willen nicht vorstellen, dass nach einem Monat das Ding einfach mehr versinkt und einfach gar nichts passiert. Also irgendwas verbirgt sich in diesem Ding, wo wir nicht ran dürfen. Wir können nicht drauf landen, nicht interagieren. Deswegen gehe ich davon aus, irgendein fettes Geheimnis, was vielleicht nach einem Monat gelüftet wird. Wo genau im Meer, an welcher Stelle auf Stormpoint das endet, müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, da wird es in den nächsten Wochen bestimmt mehr Leaks geben. Vielleicht werden wir komplett überrascht. Vielleicht schafft es mal kein Dataminer, uns da vorher schon so ein bisschen zu spoilern. Und an Tag X, einen Monat nach Release, passiert irgendwas Fettes, Krasses, aber dass es einfach so verschwindet, ohne dass irgendwas passiert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber was genau? Ich habe null Ideen, mit was uns Respawn da vielleicht überrascht. Ich habe fette Fragezeichen im Kopf, ihr wahrscheinlich auch. Habt ihr Ideen, was es sein könnte? Ich bin absolut planlos. Wenn ihr auf jeden Fall in Sachen Apex Legends weiter nichts verpassen wollt, würde ich auf jeden Fall alle neuen Zuschauer und alle, die schon lange dabei sind und noch nicht abonniert haben, dazu bitten, dass ihr meinen Kanal abonniert. Es wird über kurz oder lang sowieso wieder Verlosungen für Coins geben zum Start von Season 19. Werde ich die mit Sicherheit von EA wieder gesponsert bekommen. Da ist es sowieso Pflicht, wer da mitmachen will, meinen Kanal zu abonnieren. Also wenn nicht jetzt, wann dann, lohnt sich. Ich werde euch auf jeden Fall in Sachen Apex Legends weiterhin in den nächsten Jahren mit Sicherheit auf den Sack gehen. Also ich bin gespannt, was ihr auf jeden Fall zu diesem Content zu sagen habt. Und wenn ich mehr darüber rauskriege, erfahrt ihr es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder rein. Ciao.